Am Wochenende darf er wieder ran. Nach seiner Gelbsperre wird Weston McKennie wahrscheinlich wieder in den Kader rutschen. Und er fiebert dem Spitzenspiel gegen Borussia Mönchengladbach besonders entgegen. Ich freue mich sehr. Ich hoffe, dass ich bekomme einen Einsatz. Wenn nicht, dann bin ich dabei. Und ich würde meine Mannschaft unterstützen. Aber ich würde lieber am Platz unterstützen. Ich freue mich sehr. Hallo, Rabbi. Mutondo könnte auch schon am Wochenende mitwirken. Genau wie Jeffrey Bruma, der auch direkt beim Teamtraining mit dabei war. Die Neuzugänge helfen den Königsblauen sofort. Weston ist vor allem froh, mit Rabbi Mutondo erneut ein starkes junges Talent in den eigenen Reihen zu haben. Ich glaube, das ist gut, weil jetzt im Momentan, wir haben viele Offensivspieler verletzt und er ist ein Jungspieler, 18 Jahre alt und der hat ein bisschen, weißt du, Hunger und der will zeigen, dass er kann viel machen und er will zeigen, dass er kann bei uns halten und im Bundesliga zeigen, so, was er hat. Und ich denke, das ist gut, wir brauchen ein bisschen Frischheit und wir sehen, wie der ist im Training. An der Anspannung hat es definitiv nicht gelegen, dass wir im Hinspiel 2:1 verloren haben. Das wusste auch Gladbachs Coach Dieter Hecking. Dagegen haben wir zu Hause gegen Gladbach eine gute Bilanz. Wir haben nur eins der letzten 22 Bundesliga-Heimspiele gegen die Fohlen verloren. Weston McKennie erwartet trotzdem ein ausgeglichenes Spiel. Die verstehen einander gut. Die sind eine Zockenmannschaft, die zockt sehr gut da vorne. Und die haben neue Spieler als alles im Player. Und der macht Tore und die haben gute Chemie, ich denke, da vorne. Und die vertrauen einander. Über Teamgeist, Vertrauen und Mut zum Sieg. Das ist für uns auch ein gutes Rezept, um weiter erfolgreich zu sein.